It's swimming. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, wir diskutieren heute den nationalen Bildungsbericht, vorgelegt von der AutorInnengruppe im Mai 2022. Er ist also nicht mehr so ganz taufrisch, aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, meine Damen und Herren, denn was wir in diesem nationalen Bildungsbericht lesen, wussten wir eigentlich alle auch schon vorher. Und es ist ja auch nicht der einzige Bericht, den wir zum Bereich der Bildung haben. Es wurde schon genannt, heute ist das Schulbarometer erschienen, wir haben den IQB-Bildungstrend, wir haben die PISA-Ländervergleiche und so weiter und so fort. Nur, meine Damen und Herren, man muss sagen, vom vielen Wiegen wird die Sau leider nicht fetter. Und wir haben schon lange, Frau Ministerin, kein Wissensdefizit mehr, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Handlungsdefizit. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Punkte nur noch mal nennen. Nicht weit von hier in Pankow demonstrierten vor kurzem Schüler mit ihren Eltern sogar für die Sanierung ihrer Schule. Wo gibt es denn sowas? Ich dachte, das gibt es eigentlich nur in einem Drittweltland. Das passiert mitten in Deutschland. Der Sanierungsstau für die Schulgebäude wird auf etwa 40 Milliarden Euro beziffert. 1 Milliarde, haben wir vorhin gehört, sollen jetzt großzügigerweise bereitgestellt werden. Noch vor kurzem waren 100 Milliarden für Waffen da. Das ist ein Missverhältnis, meine Damen und Herren. Hinzu kommt, dass wir einen massiven Personalrückstand haben. Auch hier wird beklagt, dass 40.000 Lehrer fehlen. Das hat nicht nur zu tun mit den Corona-Maßnahmen, sondern auch mit dem massiven Zuzug aus der Ukraine. 200.000 Schüler plus X mehr. Das können die Kollegen, die jetzt schon da sind in den Schulen, nicht einfach so mit links mit unterrichten. Hier muss dringend etwas geschehen, meine Damen und Herren. Und dann kann ich Ihnen nicht ersparen, noch mal einen Fall zu erwähnen, der liegt auch erst wenige Wochen zurück. Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen hat ein junger Mann, 17 Jahre alt, seine Lehrerin erstochen. Das Schweigen zu diesem Fall, meine Damen und Herren, ist ohrenbetäubend. Und ich muss Ihnen leider sagen, es ist auch kein Einzelfall, denn wie wir wissen, steigt die Gewalt gegen Lehrer an unseren Schulen massiv an. Ein Drittel der Schulleiter haben bei einer Befragung gemeldet, dass sie aus ihrer Schule Gewalt von Schülern gegen Lehrer, häufig sind es übrigens Lehrerinnen, kennen. In Nordrhein-Westfalen, wo dieser junge Mann zufällig mit Migrationshintergrund seine Lehrerin erstochen hat, ist es sogar fast die Hälfte aller Schulen. Hier muss auch dringend etwas geschehen, meine Damen und Herren. Das, was Sie in diesem Fall und auch in anderen machen, kann man eigentlich nur unterlassene Hilfeleistung nennen. Dabei gäbe es ja Möglichkeiten, die Schulen zu verbessern. Und kommen wir mal auf das, was in den Schulen an Bildung tatsächlich geschieht. Hier wissen wir ja auch, in welchen Ländern es funktioniert. Das sind zufälligerweise die Länder im Süden unseres Landes. Bayern und Sachsen stehen recht gut da. Bei allen Vergleichen sind Bayern und Sachsen oben. Und nun muss man doch auch mal zur Kenntnis nehmen, was machen Bayern und Sachsen denn anders? Dort gibt es ein differenzierendes Schulsystem. Dort hat man Hauptschulen nicht in den Mülleimer geworfen und draußen nur das Schild abgeschraubt, im Glauben, es würde dadurch alles besser werden. Es wird differenziert, es gibt eine Grundschulempfehlung und es gibt noch zumindest ein Mindestmaß an Autorität und Disziplin. Das ist, denke ich, auch ein Schlüssel für Lernerfolg. Ja, meine Damen und Herren, Respekt vor dem Lehrer gehört dazu, genauso wie natürlich auch Respekt vor dem Schüler dazu gehört. Aber von diesen aus Ihrer Sicht wahrscheinlich altmodischen Dingen wollen Sie ja nichts mehr wissen. Wir brauchen weiter darüber hinaus natürlich eine Rückkehr zur Bildung und Wissen statt Gender und Inklusion um jeden Preis. Und abschließend, auch das klang ja in der Debatte voran schon an, wir müssen auch unsere Zuwanderungspolitik mit Bildungskriterien versehen. Eine weitere Zuwanderung aus bildungsfernen Schichten kann unser Bildungssystem nicht mehr vertragen. Und damit ist niemand gedient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Nina.